Hintels Wunschliste für den Weihnachtsmann ist die Tage gelegt. Lieber Weihnachtsmann, bitte schick uns endlich fähige Leute, die die kleinen Produktionsprozesse in den Griff bekommen. Bitte sorg dafür, dass unsere Aktie nicht komplett abstürzt. Bitte lass das Monty doch endlich mal etwas positiver über uns berichten und lass einem dir das Feuer der... Hallo und willkommen zu einem weiteren News-Video. So ein Mist aber auch. Der Wunschzettel ist leider durch eine unbekannte Anomalie ins Nichts gezogen worden und nun leider verschwunden. Sehr schade eigentlich. Und im Hackschauen heute geht es zum großen Teil um Intel. Kein Wunder, wo Intel ja letzte Woche seine Quartalszahlen bekannt gab, die übrigens relativ gut ausschauen. Aber wie so oft gibt es bei solchen Verkündigungen auch viele andere Nachrichten. Und dieses Mal ja eher weniger gute Nachrichten. Aber keine Sorge, wir sprechen heute zwar viel über Intel, aber ein wenig AMD ist später auch noch dabei. Versprochen. Um welche schlechten Nachrichten geht es denn nun eigentlich? Wer nicht gerade in einer abgelegenen Höhle im tiefsten Winkel von Sibirien lebt, der sollte es eigentlich mitbekommen haben. Intel hat weiter nämlich enorme Probleme bei der Chipproduktion. Dieses Mal geht es aber nicht um 10 Nanometer Strukturgrößen, die ja so langsam wohl ins Rollen kommen. Nein, es geht schon um die nächste Stufe, nämlich um 7 Nanometer. Jawohl, 7 Nanometer hat AMD schon längst. Aber AMD fertigt bekanntermaßen ja nicht selbst, sondern lässt das von TSMC erledigen. Das mal jetzt zugunsten von Intel. Jedenfalls scheint der 7-Nanometer-Prozess aufgrund einiger Defekte nicht so gut zu laufen und wird laut Intel um ganze 6 Monate dahin verschoben. Soll heißen, vor Ende 2022 ist mit 7-Nanometer-CPUs bei Intel daher nicht zu rechnen. Laut Intel ist das Problem mit dem 7-Nanometer-Prozess aber wohl gefunden und auch behoben worden, was aber jetzt nichts an der immensen Verzögerung ändert. Trotzdem sind wohl keine großen Probleme mehr zu erwarten. Dass man jetzt solchen Aussagen nicht unbedingt Glauben schenken sollte, ist aber wohl hoffentlich jedem klar. Die Knallernachricht ist aber eigentlich die, dass Intel mittlerweile sogar die Produktion bei einem Auftragsfertiger nicht ausschließt, was für Intel dann doch eine eher unerwartete Nachricht ist. Und wenn ich ehrlich sein soll, das ist auch die einzige Möglichkeit für Intel überhaupt irgendwie wieder in die Spur zu kommen. Vorübergehend die Produktion auslagern und in dieser Zeit die eigene Produktion wieder auf den aktuellsten Stand bringen. Das könnte allerdings trotzdem noch ein bisschen was dauern. Vor 2022 ist damit nämlich nicht zu rechnen. Und ihr merkt schon, bei Intel sieht es aktuell einfach nicht gut aus. Und nach dieser Nachricht brachen noch dazu auch logischerweise die Aktienkurse ordentlich ein. Ja, und man liest sogar von Klagen wegen Wertpapierbetrugs. Aber Intel hat auch schon gehandelt und baut um. Auch personell, so wurde auch einer der wichtigsten Leute bei Intel kurzerhand zum Gehen überredet, glaube ich. Dr. Murthy Rendushintala, der am 3. August dann gehen muss. Er war unter anderem Fertigungschef bei Intel und konnte sich dann stolz Chief Engineering Officer nennen. Diese Entscheidung bei Intel kann ich übrigens durchaus nachvollziehen. Und auch sonst wird die Produktion komplett umgekrempelt und auch neue Leute eingesetzt. Eine ziemlich gute Entscheidung von Intel, denn schlimmer kann es ja wohl kaum werden. Ich bin ganz ehrlich, wie immer eigentlich, aktuell möchte ich nicht in Intels Haut stecken. Ich bleibe dabei, ich drücke Intel ganz, ganz fest die Daumen, dass es auch bald wieder bergauf geht. Denn ohne Intel könnte der CPU-Markt dann doch verdammt langweilig werden. Ja, und bevor es weitergeht, ihr ahnt es sicherlich schon, ihr sucht ein günstiges Windows oder Office, dann seid ihr hier nämlich jetzt genau richtig. Nämlich bei VIP-SCD. Mein Lieblings-Keystore. Hier gibt es nicht nur einen großen Haufen an Spielen und Gamecards, nein, hier gibt es vor allem die extrem günstigen Softwareprodukte von Microsoft zu kaufen. Zu Preisen, die nur ein Bruchteil der üblichen Preise von teils mehreren 100 Euro sind. Meine Empfehlung ist Office Professional Plus 2019 für schlanke 44,19 Euro. Da ich ganz genau weiß, dass selbst das manchen noch zu teuer ist. Okay, hier mein Rabattcode, SKMONTY 10% für unschlagbare 12% Rabatt. Jawohl, 12 und nicht 10%. Den Link dazu findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Oder wie wäre es mit einem ofenwarmen Key für Windows 10 Pro in der ORM-Version für schlanke 15,58 Euro. Ja, keine Sorge, auch hier funktioniert mein Rabattcode und ihr bekommt das Windows dann für lockere 13,71 Euro. Sorry, aber wer da noch eine illegale Windows-Version nutzt, der ist wirklich selbst schuld. Und auch diesen Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken und kaufen und die Zahlungsmethode eurer Wahl auswählen. Und das dürfte bei den meisten, wie bei mir, sicherlich auch PayPal sein. Und schon habt ihr euren Windows- oder Office-Key und könnt ihn direkt aktivieren. Einfacher, schneller und vor allem günstiger geht das fast nirgends. Also viel Spaß mit VIP-SCD-Key. Und weiter geht es mit...
Intel natürlich. Und eine News, die für mein letztes CPU-Kaufberatungsvideo vom letzten Wochenende nicht ungünstiger hätte jetzt kommen können. Es geht um Intels Core i9-10850K. Okay, die CPU ist schon länger im Gespräch, man ging aber immer von einer rein OEM-CPU aus, die es normal nur in Fertig-PCs schaffen würde. Das sagte ich auch im entsprechenden Video nochmal dazu. Aber nichts da, der 10850K wurde nun offiziell vorgestellt und wird ganz normal von jeder Mann oder jeder Frau zu kaufen sein. Knappe 100 MHz weniger Base und Boost-Takt und das war's auch schon mit den Unterschieden. Der Rest inklusive der TDP von 125 Watt bleibt gleich. Dafür soll dieser aber natürlich auch etwas günstiger sein als ein 10900K, der offiziell mit 488 US-Dollar geführt wird. Der 10850K soll dann 453 US-Dollar kosten. Demnach dürfte der 10850K am Ende preislich leicht unter dem 10900KF liegen, der in der Boxversion ab 480 Euro angeboten wird. Und mit Glück kostet der 10850K dann etwas über 450 Euro und kommt den von mir geforderten 400 Euro für einen Intel 10-Kerner dann doch relativ nah. Das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Intel verbessert sich dadurch halt auch ein bisschen. Langsamer als der 10900K dürfte er übrigens kaum sein. Laut Intel ist der 10850K übrigens eine CPU, die die Kundschaft gefordert hat. Ja, und das stimmt ja eigentlich auch. Aber der Hauptgrund dürfte wohl eher die dadurch höhere Produktionsausbeute sein. Denn Intel wird sicherlich Massen an Chips auf Halde liegen haben, die die hohen Taktraten eines 10900K halt nicht packen. Was also damit tun? Richtig, eine neue CPU muss her. Und das ist natürlich gut für alle. Intel wird so die Chips los und wir bekommen dadurch halt günstigere Preise. Zwar reicht es immer noch nicht, um AMD in Sachen Preis-Leistung Paroli zu bieten, die Richtung ist aber schon mal korrekt. Und es nimmt wohl kein Ende mit weiteren Intel-CPUs. Die Seite DSO Gaming hat nämlich einen interessanten Artikel mit einem Screenshot von weiteren CPUs von Intel veröffentlicht. Alle CPUs kommen mit der Bezeichnung KA am Ende daher und scheinen sonst überhaupt keine Unterschiede zu den K-Modellen aufzuweisen. Ein 10900K, ein 10850K, ein 10700K und ein 10600K. Preislich scheinen diese minimal günstiger zu sein als ihre A-losen Brüder. Und was das A nun aber genau aussagt, ist zurzeit noch völlig unbekannt. Ich könnte hier nicht mal spekulieren, mir fällt hier nämlich schlicht und einfach überhaupt nichts zu ein. Falls Intel diese CPUs aber auch noch einführt, ist das Chaos für einen Laien absolut perfekt. CPUs ohne K, mit K, KF, F, K, Intel, ist das wirklich euer Ernst? Mit so einem Bezeichnungschaos verprellt man doch eher Kunden, als diese zu gewinnen. Nur wer wirklich im Thema ist, der weiß, was er hier hält und ich weiß es ja aktuell auch noch nicht mal. Aber immerhin unterscheiden sich die ganzen CPUs jetzt nicht immens in Sachen Leistung, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Und wann diese KA-Version erscheint, ist aktuell noch völlig unklar. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten. Und vor kurzem sagte ich ja schon, dass Intels Alder Lake so gut wie offiziell ist. Alder Lake wird dann wohl Intels 12. Desktop-Generation werden und verfolgt mit Big Little einen völlig neuen Ansatz, den es bisher hauptsächlich bei Mobile-CPUs gab. Mehrere große und mehrere kleine CPU-Kerne zu kombinieren. Und im Zuge der Mitteilung der Quartalszahlen hat Intel Alder Lake nun auch ganz komplett offiziell gemacht. Sockel LGA 1700 ist gesetzt, ob auf DDR5 gesetzt wird, das ist noch nicht so ganz klar. Angekündigt ist Alder Lake damit für die zweite Jahreshälfte 2021. Es geht also zumindest zeitlich schon ziemlich flott voran bei Intel. Neue CPUs werden nämlich in relativ kurzen Zyklen released, wenn alles glatt geht. Alder Lake wird ja in 10 Nanometer gefertigt, laut den aktuellen Infos scheint es hier auch endlich rund zu laufen. Okay, Alder Lake wird wohl die 12. Generation werden, aber was ist zwischen 10 und 12? Ja, und jetzt sind natürlich alle Mathe-Professoren gefordert. Ja, richtig, die 11. Mann, seid ihr gut. Und die 11. Generation ist bekanntlich Rocket Lake bei Intel. Wurde übrigens seltsamerweise von Intel letzte Woche gar nicht erwähnt. Und bei Rocket Lake sieht es ja nicht ganz so rosig in Sachen erwarteter Leistung aus. Ein Rückschritt bei den Kernen wird nämlich erwartet. 8 Kerne sollen nämlich das Maximum sein. Aktuell sind es ja sogar 10. Weiterhin 14 Nanometer und dafür aber endlich mal eine Skylake-lose Architektur. Also endlich mal was Neues von Intel. Und selbst PCI Express 4.0 soll mit an Bord sein. Und die ersten geleakten Taktraten, die waren ja leider jetzt nicht so das Gelbe vom Dai. 4,3 GHz waren das höchste der Gefühle. Für Intel-Verhältnisse jetzt geradezu lächerlich wenig. Aber Entwarnung ist in Sicht, jedenfalls laut dem neuesten Geekbench-Eintrag mit einer Rocket Lake CPU. Hier werden nämlich eher Intel-typische 5 GHz angegeben, also stolze 700 MHz mehr als bisher vermutet. Okay, an der TDP von 125 Watt wird sich bei dem 8-Kern-Modell nichts ändern, aber das ist bei weiteren 14 Nanometer jetzt auch nicht anders zu erwarten. Die Ergebnisse im Geekbench sind übrigens auch jedenfalls so halbwegs brauchbar und lassen auf eine IPC-Erhöhung von an die 10% schließen. So zumindest laut Rogame auf Twitter.
Das Ganze lässt zumindest hoffen, dass Rocket League jetzt kein Schlag ins Wasser sein wird und ja doch einigermaßen brauchbar werden könnte. Mit nur 4,3 GHz hatte ich da relativ wenig Hoffnung. Aber wenn Intel die Takt dran wieder ordentlich nach oben haut, dann könnte hier zumindest leistungsmäßig dann doch noch was Brauchbares bei rauskommen. Und das angeblich schon Ende 2020 bzw. Anfang 2021, also relativ kurz nach Release von Comet Lake. Und wenn man bedenkt, dass 10.900er CPUs aktuell fast nicht lieferbar sind, ist das schon ziemlich krass. Und egal wie schlecht es Intel aktuell auch geht, Intel hat auf jeden Fall Großes vor. Und zwar auch in Sachen Grafikkarten. Im Mobile-Bereich ist die Xe-Grafik von Intel ja schon relativ lange bekannt. Aber Intel hat ja auch vor, diskrete Grafikkarten auf den Markt zu bringen und AMD und Nvidia dann so ein bisschen Konkurrenz zu machen. Bekanntlich aber erstmal in den unteren Preisklassen. Und nun haben die Jungs und Mädels von Videocards einen sehr interessanten Tweet von Intel Graphics aufgegriffen und ein Glück auch zügig abgespeichert, der übrigens Hoffnung macht, dass es hier auch bald was Neues gibt. Leider wurde der Tweet aber wie zu erwarten rasch wieder gelöscht. Das hat aber relativ wenig gebracht, denn hier ist er dank Videocards. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Intel in 20 Tagen neue Informationen zur Xe-Grafik raushaut. Also noch vor dem aktuell vermuteten 2. September, an dem Intel ja bekanntlich irgendwas Neues präsentieren will. Okay, Xe-Grafik kann jetzt natürlich alles und auch gleichzeitig nichts bedeuten. Denn es muss sich hier nicht zwangsläufig um eine Desktop-Grafik handeln, sondern es kann hier natürlich durchaus auch die nächste Xe-Generation für Mobile-CPUs gemeint sein, also Tiger Lake. Der Tweet ist ja heute am 29.07. nicht mehr so ganz aktuell, dennoch soll Intel dann am 14. August was zur Xe-Grafik bringen. Und ich hoffe natürlich sehr auf Desktop-Grafik, glaube es aber ihr mir nicht. So, dann lass uns nach so viel Intel doch endlich mal über AMD-Grafikkarten sprechen. Wird doch, glaube ich, mal Zeit, oder nicht? Und es geht um AMDs Big Navi, also Navi 21 mit dem Codenamen Sienna Kichlit oder so ähnlich. Es ist nicht viel, aber auch nicht gerade uninteressant, was auch hier uns die Jungs und Mädels von Videocards ausgegraben haben. Wie so oft wurde das Ganze in einem Linux-Treiber gefunden, die ja bekanntlich Open Source und damit für jeden einsehbar sind. Nicht so wie bei Windows leider. Und hier findet sich nun ein Hinweis darauf, dass Big Navi nun wohl doch mit HBM2-Speicher ausgestattet werden könnte. Vielleicht nur eine Variante vom Big Navi, aber der Treiber deutet auf jeden Fall darauf hin. Denn ein 2048-Bit-Speicherinterface ist nur mit HBM-Speicher möglich. Wobei die 2048-Bit trotzdem relativ schmal wären, da HBM-Speicher ja nicht ganz so hoch taktet. Aber auch HBM-Memory wird im Treiber explizit so erwähnt. Und ich muss zugeben, dass das für mich eine riesengroße Überraschung wäre. Denn erst im letzten PC News Video sagte ich ja noch, dass AMD von HBM wohl geheilt sein dürfte und solche Versuche nicht mehr unternehmen wird. Denn die ersten Versuche, die waren ja relativ wenig erfolgreich. Und falls das Ganze stimmen sollte, tendiere ich dann aber eher zu einer extra Variante von Big Navi mit HBM2-Speicher. Vielleicht zum Beispiel für den Profimarkt. Für Gamer ergibt das einfach viel zu wenig Sinn. Und am meisten irritiert mich persönlich aber die 2048-Bit, die für HBM2 einfach viel zu wenig sind, um wirklich einen großen Vorteil gegenüber GDDR6-Speicher mit 512-Bit zu bieten. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht wahnsinnig viel zu Big Navi, aber immerhin etwas. Und die nächste und letzte News des Videos, die fällt sogar noch ein bisschen kürzer aus. Die könnte man sogar ehrlich gesagt in einem einzigen Satz zusammenfassen. Dass das aber so überhaupt nicht mein Ding ist, das wisst ihr ja, glaube ich. Jedenfalls hat ja auch AMD seine Zahlen vorgelegt und auch AMDs Zahlen waren erwartungsgemäß ziemlich, ziemlich gut. Rekordumsätze und nochmal Rekordumsätze. Ja, und so wird es wohl auch die nächsten Jahre erstmal bei AMD weitergehen. Am wichtigsten war aber für mich persönlich, dass Tante Lisa Su auch hier nochmal von Ryzen 4000 und Navi 2 sprach, die 2020 kommen sollen. Also auch hier nochmals eine Bestätigung für beide Produkte noch in diesem Jahr. Daher erwartet Lisa Su auch in der zweiten Jahreshälfte ein starkes Wachstum. Und beide Produkteinführungen sind für 2020 geplant. Ja, okay, mein Plan war mal Millionär zu werden, ja, und das hat offensichtlich auch nicht geklappt. Aber bei AMD kann man sich zumindest eher darauf verlassen als bei Intel. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und den möchte ich doch gleich mal mit einem meiner beliebt-berüchtigten Threadripper-Witze beginnen. Was hat ein Threadripper und der Mond gemeinsam? Na, beide können die Sonne verdunkeln. Ja, ich weiß, der war echt schlecht, aber irgendwie dann doch auch wieder so ein bisschen gut, oder nicht? Bitte hör auf mit diesen schlechten Witzen. Trotzdem gutes Video. Mach weiter so, ohne die Witze.
Bitte hör auf, immer mit Caps Lock zu schreiben. Trotzdem, vielen Dank fürs Lob. Gerne weiter so, aber bitte ohne Caps Lock. Ja, mir ist bewusst, dass viele Zuschauer meinen Humor nicht so ganz teilen. Andere feiern diese stumpfen Gags aber total. Und besonders der Running Gag mit der 1070 Ti, der wird wohl in die Annalen von YouTube eingehen und ganz so schnell bei mir nicht aufhören. Daher eine kurze und knappe Antwort. Nein, ich werde mit diesen schlechten Witzen natürlich nicht aufhören. Basta! Ein Threadripper ist so groß, der wird in den Geschichten aus Tausend an einer Nacht sogar manchmal als fliegender Teppich missbraucht. Oh Mann, in meinen Umfragen ist zurzeit echt der Wurm drin. Nee, falsch. Der Monty ist drin. Ach, oh je, Ryanix, das war schon wieder ein schlechter Witz, oder? Sorry. Jawohl, ich habe die letzte Umfrage nämlich schon wieder versehentlich gelöscht. Das ist schon das zweite Mal. Naja, aus Fehlern wird aber sogar ein Monty klug. Aber ist eigentlich kein Problem. Es gibt ja Ersatzumfragen, wie zum Beispiel die aus meinem letzten Aufreger der Woche Video zum Thema höhere Preise von Videospielen. Und hier unbedingt mal reingucken. Das Video findet ihr natürlich hier oben in der Infobox. Es gibt im Video sogar eine kleine überraschende Wendung. Ein Thema, das uns ja übrigens eigentlich alle interessiert. Und ich fragte euch, sind Preiserhöhungen für Videospiele 2020 gerechtfertigt? Na, immerhin 3% finden, dass sie eigentlich noch teurer sein müssten. Und um das zu verstehen, solltet ihr wie gesagt einfach mal das Video angucken, bevor ihr nun einfach direkt auf die 3% losgeht. Überraschende 29% finden Preiserhöhungen in Ordnung. Wow, das ist ja fast ein Drittel und hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass meine Community das so sieht. Und das finde ich ehrlich gesagt sogar klasse. 7% haben keine Ahnung und ja, in diesem Fall kann ich so eine Meinung oder ja, ehrlich gesagt auch nicht Meinung sogar verstehen, ist halt ein relativ schwieriges Thema. Und wenig überraschend, 44% finden, dass Spiele eh schon viel zu teuer waren. Ja klar sind Spiele teuer, das bestreite ich auch nicht, aber es geht ja auch nicht darum, ob man sich diese leisten kann, sondern halt um den Wert des Produktes. Und wenn man den Aufwand dahinter sieht, dann bin ich ganz anderer Meinung. 16% denken aber, dass keine Preiserhöhungen nötig sind, da die aktuellen Preise soweit schon okay sind. Ja, und im Groben kann man glaube ich sagen, so 50-50, die einen kommen damit klar und die anderen halt nicht. Wobei es ja immer noch nicht ganz klar ist, ob es überhaupt flächendeckend Preiserhöhungen geben wird. Auf jeden Fall mal ins Video reingucken, vielleicht denkt ihr da nachher ja so ein bisschen anders über das Thema. Ja, und nun wird es langsam Zeit darüber nachzudenken, was ihr denn nach dem Sichten dieses Videos hier macht. Denn jawohl, das Video ist nun zu Ende. Lange müsst ihr allerdings nicht auf mich verzichten, guckt mir doch einfach mal live auf Twitch zu. Dort gibt es nämlich mehrmals die Woche interessante Laberstreams, Events werden zusammen angeschaut und ab und zu wird auch mal ein bisschen was gezockt. Und da sollte doch eigentlich für jeden was dabei sein. Wir sehen uns auf jeden Fall auf Twitch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.